Was Lauterbach jetzt plant, wird teuer. Und zwar für uns alle. Und meines Erachtens reicht es hier. Unsere Kapazitäten sind längst erschöpft. Wenn diese Menschen keine Leistungen mehr bekommen, wurden sie betrogen vom Staat. Ganz einfach. Das bedeutet, dass die Kassen leer sind. Wie wir alle wissen, geht das Thema Migration nicht tatenlos an uns vorbei. Die Zahlen schauen wir uns gleich mal genauer an, die schon recht verstörend wirken. Doch was hat das Ganze mit Gesundheit zu tun? Wir alle wissen, leben wir in einem Sozialstaat. Jener hat als Grundlage, dass Menschen, die in die Rentenkasse und Krankenkasse bzw. Beiträge darin zahlen, also einen Teil von ihrem Lohn, von ihrem Nettolohn quasi abgeben, ja, diese Leistungen dann bei Krankheit oder einem Rentenalter als Rente in Anspruch nehmen. Nur so funktioniert es. Es gibt immer Ausnahmen bei einigen Menschen, die aber normal aufgefangen werden können in diesem System. Doch wenn es immer weniger Leistungsträger gibt und immer mehr Leistungsnehmer, dann muss auch spätestens der letzte Ideologe verstehen, dass dieses Konzept so nicht aufgehen kann. Denn seit Beginn des Regierungswechsels auf die Ampel ist die Arbeitslosenquote wieder gestiegen, sehen wir hier. Und das wird auch deutlich so weitergehen, ja. Das geht zum einen aus der verheerendsten Wirtschaftspolitik einher, die die Bundesrepublik Deutschland je über sich ergehen lassen musste. Die Unternehmeninsolvenzen sind um 33,5% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet, bei jedem dritten Insolvenzantrag kommt einer hinzu dieses Jahr. Selbst die Tagesschau musste zugeben, dass es sich hier um einen Höchststand handelt seit Jahrzehnten. Man sieht auch jetzt immer noch einen Anstieg. Meine Prognose ist, wenn es so weitergeht, dass wir auch den absoluten je erreichten Höchststand übertreffen werden. Das hat es vorher noch nicht gegeben in diesem Ausmaß. Unternehmen, mit denen wir aufgewachsen sind, welche teilweise ja, Weltkriege überlebt haben und Generationen quasi überlebt haben, schaffen keine 3 Jahre Ampelwirtschaftspolitik. Aber nicht nur die schwindende Arbeitskraft bläht die Krankenkasse Blase weiter auf, auch die unkontrollierte Zuwanderung, denn das Sozialsystem ist nicht für diese Mengen ausgelegt. Unsere Kapazitäten sind längst erschöpft. Das sind nicht nur Kriegsflüchtlinge, die da kommen. Man muss hier unterscheiden zwischen Menschen, die eingezahlt haben, aber jetzt aufgrund der Ampelpolitik zum Beispiel ihren Job verloren haben und zwischen Menschen, die noch nie eingezahlt haben. Unser Land kann einen gewissen Anteil von Kriegsflüchtlingen mitfinanzieren auf Kosten der Steuerzahler. Das ist eine humanitäre Frage. Doch wie die Mathematik das nun mal so will, nicht die Ideologie getriebene, gibt es da kein Unendlich. Der Sozialstaat wird kollabieren, wenn zu viele Menschen, die nie eingezahlt haben, Leistungen in Anspruch nehmen, die für Menschen vorgesehen sind, die gerade einzahlen. Völlig logisch, denn diese Menschen, die einzahlen, haben deutlich weniger von ihrem Nettolohn, da sie in die Kasse einzahlen. Wenn diese Menschen dann, obwohl sie jeden Monat auf einige hundert Euro verzichten, keine Leistungen mehr bekommen, wurden sie betrogen vom Staat. Ganz einfach, so sehe ich das. Betrogen um ihr Geld. Schauen wir uns die Zuwanderung in Deutschland mal an, dann sehen wir, nach dem Erben der Merkel 2015 ist die Migration bei uns explodiert. Um das mal in den Kontext zu setzen, schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an, leider die aktuellsten Zahlen hier von 22, sieht man, dass Deutschland hier in Grau Spitzenreiter ist, kein Land nimmt so viele Migranten auf. Jetzt könnte man sich denken, ja gut, das macht ja sicherlich Sinn, denn dann müssten ja dementsprechend auch die niedrigsten Krankenkassenbeiträge da sein, damit sich überhaupt jemand auf die Idee kommt, sich das leisten zu können, sonst würde die Rechnung ja gar keinen Sinn ergeben, ja, und würde sich auch niemand eine Sekunde nur darüber nachdenken. Nein, da muss ich euch leider enttäuschen, denn Deutschland ist ebenfalls Nummer 1 in Sachen Gesundheitsausgaben. Das ist so, als fände man es eine gute Idee, ein sinkendes Schiff weiter mit Gegenständen zu beladen. Nur das Problem ist, dass dann auch die rettenden Personen mit untergehen. Das ist nicht rechts, sondern einfach gerecht. Einfach nur, wenn man verlangen kann, dass man, wenn man so viel monatlich von seinem Nettolohn abgibt, auch gleichbleibende Leistungen bekommt. Wenn das nicht mehr gewährleistet werden kann, da zu viele Menschen diese Leistungen in Anspruch nehmen, die aber nie eingezahlt haben und die aber meistens auch nie werden, ja, müssen wir diesen Prozess stoppen und nicht weiter laufen lassen, wie die Ampel es gerade tut. Denn wir können nicht mehr leisten, denn was jetzt mehr geleistet wird, muss von den Steuerzahlern geleistet werden.
beziehungsweise abgegeben werden. Denn die Krankenkassenbeiträge werden erneut steigen. Ja, richtig. Das geht dann wieder von den Nettolöhnen der Steuerzahler ab, die keinen Mehrwert davon haben und die große Mehrheit auch nicht will. Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit dort oben, die nicht mal die Eindrittelmehrheit noch hat, darüber bestimmt, was die absolute Mehrheit in diesem Land nicht will. Denn wenn die Migration zu weniger Arbeitslosigkeit führen würde, was dann dementsprechend, wenn mehr Menschen hier reinkommen würden, ja, die dann dementsprechend wieder einzahlen, also die Fachkräfte, von denen alle reden, dann wäre das ja ausgeglichen. Dazu schauen wir nochmal zurück auf die Statistik eben. Man sieht, dass die Arbeitslosenquote weiter steigt und trotz millionenfacher Zuwanderung. Wie ist das möglich? Das ist das Fachkräfteargument, was leider hier hinfällig ist. Das Problem ist die unkontrollierte Einwanderung, die auf Kosten der Steuerzahler vonstatten geht, die einfach ihre Leistungen in Anspruch nehmen, trotz der höchsten Abgaben schon weltweit, und selbst das reicht nicht mehr aus. Demnach ploppte dieser Artikel jetzt auf. Der Bund fordert Lauterbach auf, zu intervenieren gegen die erneut steigenden Krankenkassenbeiträge. Hier wird weitergeschrieben, Zitat, die sich abzeichnende Erhöhungswelle zum Jahreswechsel könnte abgewendet werden, sagte die Verbandsvorsitzende Pfeiffer, ja, dem Redaktionsnetzwerk. Die Kassen schlagen vor, die Mehrwertsteuer für Arzneimittel auf den ermäßigsten Satz abzusenken. Ja, das ist übrigens wieder ein weiteres Thema. Ja, die Preise für die Medikamente werden nicht wirklich kontrolliert. So kann eine Behandlung im Krankenhaus auch mal ganz gerne über 100.000 Euro kosten und wir müssten die Fantasiepreise bezahlen als Steuerzahler. Aber ja, Mehrwertsteuer senken ist schon lange notwendig. Man kann nicht die höchsten Steuereinnahmen, die jemals gezahlt werden mussten von den Arbeitnehmern und den Leistungsträgern im Land, von knapp 1 Billion Euro zur Verfügung haben, jetzt 2024, und immer noch nicht damit auskommen. Da weiß man ja, dass die fachfremden Menschen da oben wirklich keine Ahnung haben von dem, was sie tun, ja, außer wirklich ausgezeichnete Peru-Fahrradwege zu installieren mit unserem Steuergeld. Das funktioniert einwandfrei. Der zweite Satz zeigt nochmal die Hilflosigkeit, die diesem Land bereits hier omnipräsent ist. Außerdem soll der Bund für Empfänger, ich wiederhole, für Empfänger von Bürgergeld kostendeckende Beiträge sicherstellen. Das bedeutet, dass die Kassen leer sind. Das, was die Steuerzahler jeden Monat von ihrem Netto aufbringen, was dem höchsten Beitrag weltweit entspricht, reicht nicht mehr aus. Daher müsse aus anderen Bereichen ja die Beiträge für die Bürgergeldempfänger geleistet werden, sodass es eventuell in anderen Bereichen dementsprechend zum Geldmangel kommt. Das ist doch ein Rattenschwanz, versteht doch jeder. Die Kapitulation sieht man dann in diesem Satz. Lauterbach will die Krankenhauslandschaft verbessern. Dafür plant er mit 50 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Eine Hälfte, jetzt kommt eine Hälfte davon, sollen die Länder zahlen, die andere Hälfte die Krankenkassen, also ihr, ne? Was klar die gescheiterte, unkontrollierte Migrationspolitik zeigt, das Geld reicht nicht mehr, sondern es muss aus anderen Bereichen gestohlen werden. Doch dazu schauen wir uns mal diese namentliche Abstimmung aus dem Parlament an, die die CDU forderte zum Aufnahmestopp von Migranten nach dem tragischen Unfall, den wir ja alle wissen, welche hier vor kurzem stattgefunden haben. Wir sehen hier zum Beispiel die Mogelpackung der Frau Wagenknecht, die in aller Munde die Wende möchte und wie auch immer, doch sobald die Möglichkeit bestünde, hier im Parlament dafür zu stimmen, enthält sich quasi die komplette Partei. Ich habe aber auch nichts anderes von einer Frau Wagenknecht erwartet, die vorher in der SED angehört hat. Auch die FDP stimmen natürlich, ja, wieder hier alle dagegen. SPD, Grüne, müssen wir gleich drüber reden, ist klar, ja. Das heißt, nur die CDU dementsprechend und die AfD, ja, wollen dementsprechend die Migrationswende, ja. Und damit dem entgegenzuwirken, ja, dass das Geld nicht mehr reicht, um die Menschen gesundheitlich zu versorgen in diesem Land, obwohl sie so viel von ihrem Netto abgeben jeden Monat. Ja, es ist wirklich, es geht mir an die Substanz. Daher meine abschließende Meinung. Lauterbach und dessen Partei hat für mich auf ganzer Linie versagt, denn Migration ist nicht in dem Maße für das Land tragbar, dass keine Mehrkosten dementsprechend für die Bürger entstehen sollen. Diese Marke haben wir aber längst überschritten. Demnach darf den Bürger diese Last nicht auferlegt werden, da sie weltweit schon die höchsten Beiträge zahlen, die jährlich immer weiter steigen. Doch das Wichtigste ist, dass jetzt nicht mal mehr Geld zur Verfügung steht. Projekte oder Maßnahmen zu finanzieren, die tatsächlich auf die Gesundheit der Menschen abziehen. Zum Beispiel Vorsorge von Vitamin D in den Wintermonaten. Es ist bekannt, dass jeder einen Vitamin D-Mangel hat im Winter und dadurch erheblich mehr Krankheitsausfälle zustande kommen. Das sind logische Maßnahmen, die zu einer deutlichen Senkung der Beiträge führen würde und zu weniger Leistungen, die in Anspruch genommen werden müssten. Ebenfalls Steuern anheben auf ungesunde Lebensmittel. Es kann nicht sein, dass eine hochverarbeitete Wurst, wo ein Schwein weiß ich wie viele Monate alt wird und mit
mit Futter, mit Pflanzen gefüttert wird, ja, oder Weingummis, hochverarbeitet in Industrie produzierte Lebensmittel, ja, Lebensmittel kann man es gar nicht nennen, eher Todesmittel, um das, ja, dementsprechend um das Vielfache weniger kosten als einfach eine Pflanze, die nur aus der Erde wächst, zum Beispiel Salat, das passt einfach alles nicht mehr, ja. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas zu eurer Gesundheit hinbeisteuern wollt und das könnt ihr auch sehr gerne tun in der Videobeschreibung. Da unterstützt ihr mich auch gleichzeitig. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ihr bekommt das Beste für eure Gesundheit von mir entwickelt und ich bekomme auch etwas von euch zurück. Dankeschön für den Energieausgleich. Wir sehen uns gleich auf purwestl.de und Dankeschön für den Support und ja, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.